Guten Tag. Schon immer wollte die EU-Bürokratie mehr Europa, also mehr Einfluss, mehr Posten, mehr Macht. Dazu brauchte sie doch die Zustimmung aller EU-Länder, also einen neuen Grundlagenvertrag. Zu diesem Zweck tagte von 2002 bis 2004 unter Leitung des früheren französischen Staatspräsidenten Giscard d'Estaing der Konvent zur Zukunft Europas. Der dort erarbeitete Vorschlag fiel allerdings beim ersten Referendum in den Niederlanden 2005 durch. Damit war die Sache erledigt. Jetzt läuft der zweite Anlauf. Diesmal heißt es nicht Konvent, sondern Konferenz zur Zukunft Europas. Und man zieht es PR-mäßig intelligenter auf. Statt wie früher erfahrene Politiker mit der Vertragsgestaltung zu betreuen, setzt man jetzt auf Bürgerbeteiligung. Diese Bürger haben zwar keine Ahnung von Abstimmungsregeln, qualifizierten Mehrheiten oder Trilogen, lassen sich aber besser führen. Außerdem bekommt so die Konferenz und damit auch der künftige Vertrag das Image der Bürgernähe. Letztlich, so wird es später heißen, hätten die europäischen Bürger den neuen Vertrag gewollt. Wer es glaubt. Teilnehmen an der Konferenz sollen rund 420 Personen. Jeweils 4 Abgeordnete der nationalen Parlamente der 27 EU-Länder, insgesamt also 108. Dann ebenso viele Abgeordnete aus dem Europäischen Parlament. Dazu Vertreter der EU-Kommission, der Regierung und der Zivilgesellschaft, also vor allem linker Nichtregierungsorganisationen. Und schließlich auch noch 108 Bürger. Die allerdings werden nicht etwa per Zufallsprinzip ausgewählt, sondern von einer Agentur handverlesen. Da weiß man schon jetzt, was für linke Vögel schließlich teilnehmen. Wie demokratisch die Sache läuft, kann man auch anderweitig erkennen. Unter den 4 Abgeordneten, die der Deutsche Bundestag entsenden soll, wird, wie man hört, kein Vertreter der AfD sein. Die größte Oppositionspartei wird auch in dieser Sache zugunsten kleinerer Oppositionsparteien übergangen. Und auch im EU-Parlament hat man sich besondere Regeln ausgedacht. Die 108 Abgeordneten, die von den jeweiligen Fraktionen im EU-Parlament in die Zukunftskonferenz entsandt werden, müssen gendergerecht ausgewählt werden. Das heißt nichts anderes, als dass mindestens genauso viele Frauen wie Männer entsandt werden müssen. So hat es die linke Parlamentsmehrheit mal eben in die Auswahlkriterien reingeschrieben. Die 50% Frauenquote ist hier bereits verbindlich. Und sie wird mit aller Härte durchgesetzt. Wer sie nicht erfüllt oder erfüllen kann, darf nicht teilnehmen. Das ist nichts anderes als blanke Erpressung. Nicht die Qualifikation entscheidet, sondern das Geschlecht. Mehr offener Sexismus, mehr offene Diskriminierung von Männern und mehr Verstoß gegen den Gleichheitssatz war nie. Aber so ist es eben, wenn Linke das Sagen haben. Leider ist die Konferenz zur Zukunft Europas wichtig. Sehr sogar. Hier werden die Weichen der Zukunft gestellt und wie immer geht es in der EU in die falsche Richtung. Denn hinter der Fassade der Bürgerbeteiligung geht es um knallharte Machtinteressen. Um mehr Kompetenzen zugunsten der EU, um noch mehr Bürokratie, noch mehr Gängelung der Bürger und vor allem um noch mehr Geld aus Deutschland zugunsten anderer Länder. Daher wird die Konferenz auch in Zeiten von Covid durchgezogen. Denn die Berichterstattung der Medien beschäftigt sich derzeit lieber mit Impf- und Inzidenzfragen oder bald mit der Fußball-WM. Da läuft die Konferenz zur Zukunft Europas gleichsam unterm Schirm und wird von keinem wahrgenommen. Aber keine Sorge, wir, meine Kollegen und ich, werden Sie auch weiterhin informieren. Sobald die ersten Vertragswürfe vorliegen, schauen wir genauer drauf. Bis dahin, schönes Wochenende und bleiben Sie fröhlich.